Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren zwei Punkte. Einmal, wie schon öfter gehört, die Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites im öffentlichen Bereich und die Verlängerung befristeter Regelungen zur Arbeitsförderung. Alle Felder dieses Gesetzes, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, berühren den Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Genau das tun wir auch mit diesem Gesetz. Wir verlängern befristete Regelungen des SGB III, beispielsweise die assistierte Ausbildung. Die assistierte Ausbildung, meine sehr geehrten Damen und Herren, unterstützt Auszubildende, die lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind während der gesamten Ausbildungszeit. Lieber Herr Kollege Sichert, was mir vor allem bei Ihrer Rede aufgefallen ist und was mich wirklich gestört hat, ist, wie Sie diese Menschen bezeichnet haben, die in dieser assistierten Ausbildung ihren Lebensweg in die Zukunft führen. Und das habe ich wirklich schlecht. Und wenn Sie es im Protokoll nachlesen, dann werden Sie sehen, wie Sie die Menschen bezeichnet haben. In meinem Wahlkreis sind es 75 junge Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen. Ich lade Sie gerne mal ein, damit hinzugehen und zu schauen, welche Menschen das sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, oder muss vielleicht auch nicht, aber manchmal ist es vielleicht auch ein Weg zur Erkenntnis, wenn man sieht, dass da Menschen auch wirklich Hilfe des Staates brauchen und dass wir gerade im Bereich der Sprach- und Bildungsdefizite auch viel zu tun haben, dass wir hier Menschen Zukunft geben können. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Angebot auch verlängern. Bei mir in Regensburg sind von 2017 auf 2018 30% mehr junge Menschen in diese Ausbildungsinitiative gestartet. Und deswegen ist es auch wichtig und wertvoll, dass diese Initiative verlängert wird. Eine weitere Maßnahme ist die Verlängerung des Saison-Kurzarbeitergeldes bis zur Anpassung einer entsprechenden tariflichen Regelung. Der große Punkt dieses Gesetzes, meine lieben Kollegen, ist die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit bei Internetseiten und mobilen Anwendungen von öffentlichen Stellen. Gerade die digitale Welt eröffnet vielen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine viel größere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auch am politischen Diskurs. Einen uneingeschränkten Zugang für die Angebote der öffentlichen Stellen im Netz zu ermöglichen, ist deshalb eine wichtige Aufgabe einer demokratischen und inklusiven Gesellschaft. Der Paragraph 12a des Behindertengesetzes ist dynamisch und zukunftsweisend gestaltet. Der Fokus auf die Darstellung von Online-Inhalten auf mobilen Endgeräten ist wichtig und notwendig. Wichtig ist vor allem auch, dass Ausnahmeregelungen für unverhältnismäßige Belastungen geschaffen wurden. Diese Ausnahmeregelungen darf man aber nicht isoliert betrachten, sondern muss sie im Kanon der Berichterstattungen, des Monitorings und der Schlichtungsstelle sehen. Öffentliche Stellen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, müssen ihrer Vorbildfunktion in Sachen Barrierefreiheit online gerecht werden. Das zeigt auch der Wirtschaft neue Perspektiven und Wege auf. Deswegen ist Zwangsverpflichtung, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, nicht der richtige Weg aus unserer Sicht. Dieses Gesetz, das heute vorliegt, ist mehr als das, was die Europäische Union mit ihrer Richtlinie verlangt. Es öffnet Türen für Menschen mit Beeinträchtigung und wir dürfen gespannt sein, welche Chancen und Ideen dadurch noch entstehen werden. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, bitte ich Sie, diesem Gesetz zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Peter Aumer.